Ja, das ist das Schöne, wenn man einen frischen Account hat, neu anfängt und neu alle Maps entdecken kann. Man startet immer so mega geil über die ganzen Maps und geht dann rein hier, wie hier in die Wuhonga, mega geile Map in der Savanne hier unterwegs. Abgefahren. Und da callt es auch schon. Streifen Gnu, Warnruf. Ich gehe direkt in Deckung und wir schleichen uns an. Tja, alles anschleichen macht natürlich keinen Sinn, wenn wir keine passende Munition haben. Katastrophe. Ich war komplett leer geschossen und muss mir erstmal Munition besorgen. Andererseits fällt mir ein, man muss ja nicht immer mit dem Ballermann hier rumrennen. Man kann ja auch den Revolver nehmen. Wir hatten doch 5 Jahre The Hunter Call of the Wild Jubiläum und einen richtig nicen Ballermann bekommen. Hier ist er. Die Sundberg 454, empfohlene Klasse 4 bis 9. Und da haben wir unser Ziel, Klasse 6, 80 Meter entfernt. Wir probieren unser Glück. Über Kimme und Korn. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Tendenziell würde ich sagen, vielleicht ein bisschen zu weit hinten. Aber ich hoffe, ich habe noch die Lungen getroffen. Ja, das sieht nach einem mächtigen Anschuss aus. Und er ist auch nicht weit gekommen. Und da brünftet schon die erste Löwin hier rum. Ei, 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 direkt mal nachladen. Mach mal keinen Scheiß hier. Ei, 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 da hat man ja schon ein bisschen Respekt. Guck mal hier, ja, bisschen weit hinten. Nichtsdestotrotz. Alter, Goldwertung, Alten. Erster Schuss auf dem Streifen Gnu, Alter. Direkt Goldwertung. Abgefahren, ey. Mit dem fetten Revolver, ey. Krass. Krasses Ding, ey. Was geht ab? Und da sind wir endlich in der ersten Base hier in der Wuhonga. Mega gut und mega wichtig, denn wir brauchen dringend ein etwas neueres Set. Ich war ja jetzt zuletzt sehr viel mit den neuen Waffen unterwegs. Und was fällt einem auf? Kaliber 22, ein Traum. Richtig gut. Kaliber 308, abgefahren. Wilder Scheiß, einer der geilsten Ballermänner gerade im Game. Und dazwischen die 223. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Wumms vertragen können. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht einen Ersatz für finden. So, und damit sind wir nun ausgerüstet und startklar und haben jetzt mit der neuen Waffe eine ziemliche Lücke geschlossen. Folgendermaßen bin ich jetzt ausgerüstet. Ich habe mir nach wie vor die Sarsa Kaliber 22 mitgenommen, weil macht einfach Spaß. Genauso habe ich auch immer noch die dicken Ballermänner dabei, die Sundberg 454 und ja, die 308 Stalker. Auch hier jetzt mit der hohen Durchschlagskraft. Das heißt, wir haben abgedeckt 4 bis 9 bzw. 4 bis 8 in den Klassen. Wir haben die 1 abgedeckt. Und was ist wichtig? Die Mittelklasse ist auch wichtig. Abgedeckt 2 bis 6. Theoretisch halt weiter bis hier rein in diesen Bereich. Aber 5 bzw. 4, 5 und 6 müssen wir gar nicht mit der Winchester Kaliber 243 abdecken. Ich habe hier die Ranger mit im Sortiment jetzt. Die Ranger bietet
einfach alles, was man haben möchte. Es ist die Startwaffe, es ist eine Anfangswaffe, relativ simpel, was aber gut ist. Man kann sie eben bis auf 300 Meter verwenden. Nehmen wir hier nochmal das Visier drauf. So, das heißt, wir haben jetzt hier ein Visier. Wir können sie nullen bis auf 300 Meter. Es gibt noch eine weitere Waffe, die momentan alles abdeckt von den Klassen 2 bis 6. Und das wäre die Whitlock. Allerdings da ist sie, ja, die ist halt effektiver auf kurze Reichweite, ein klassisches Gewehr. Und das, ja, ist halt nicht so ganz ideal, gerade auf so einer weitläufigen Map. Und mit der neuen Kombi machen wir uns jetzt einfach nochmal auf die Socken. Einfach dem Wind entgegen, würde ich sagen. Wir haben hier ein bisschen was zu entdecken. Hier ist zum Beispiel eine neue Base. Und die ist gar nicht so weit weg. Da gehen wir jetzt mal hin. Oh, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Gar nicht weit gelaufen. Stufe 3. Erster Einsatz von unserem guten alten Ballermann. Alles Weibchen. Springbock. Stufe 3. Springbock, habe ich da den passenden Locker dabei, das Lockmittel? Sika, Hirsch und Co. alles dabei? Ich glaube, ich habe den gar nicht dabei. Kriegen wir die so? Ich schaue nochmal, da haben wir einen männlichen. Den wollte ich doch sehen. Und auf den gehen wir auch. 130 Meter. Wir gehen auf 150 Meter. Ja, konnten zumindest zweimal drauf schießen. Auch die klassischen Gewehre sind ja nicht schlecht. Es ist ja jetzt nicht so, dass man nur noch mit den neuen Ballermännern hier jetzt rumrennen muss. Nein, auch das ist natürlich immer noch ein Sahnegerät. Damit war ich jetzt lange Zeit unterwegs, auch auf der Mexico Maps, auf der Mexico Map, weil auch da 2 bis 6 richtig viel abdeckt. Und ja, macht immer noch Spaß, der Ballermann. Und ist super günstig quasi im Verbrauch. Oha, oha, oha. Springbock-Weibchen gerade direkt erledigt. Springbock-Männchen. Nervös. 60 Meter. Da sind 2 Schwarze bei. Getroffen. Wow, was einem auffällt, was einem wirklich auffällt, sind die deutlich besseren Verteilung der Tiere, während man hier über die Maps, über die neu überarbeiteten Maps geht. Mega gut. Deutlich angenehmer, dass man wirklich immer mal wieder was findet. Bronzewertung. Schwarz-braune Färbung. Sieht auch mega cool aus, ey. Bisschen evil, ey. Abgefahren. Gerade mit den Hörnchen. Nice, ey. Ja, gerade die ersten 2 waren gar nicht so glücklich. Na, guck mal da. Muskel getroffen. Trotzdem relativ schnell umgekippt. Ne, Moment. Das war der erste. Richtig, das war der erste. Da hatte ich zu tief geaimt. Knapp drunter her, unter Lunge, unter allem. Ach, ist ja abgefahren. Hier rein. Nichts getroffen. Das war ja, das ist ja ein wilder Schuss. Hier rein und nichts Lebenswichtiges getroffen? Nee. Durch die Knochen durch, an der Lunge vorbei. Ich bin ja platt. Das ist ja wild, Alter. Da rein, Mausspitze und nichts Lebenswichtiges getroffen. Ich bin völlig platt. Okay, merken fürs nächste Mal, wenn die so weit nach unten sind, die Lunge zieht sich komplett nach oben. Abgefahren. Da vorne wieder die Springböcke. Die sind ja abgefahren, die sind ja komplett, die sind ja wie Rehe, ey. Von nix fies. Hier ist eine ganze Gang. War da ein weißes dahinter? Oh krass, wie habe ich das denn gesehen? Das ist ja wild hier, ey. Guck mal hier unten. Das ist ja wild hier.
Ach, lecko funny, Alter, ihr seid ja drauf. Soll ich denn jetzt hier eskalieren oder was? Auf 150 Meter. Ich halt nochmal drauf, wa? Ja, da vorne ist schon wieder das Camp, wo wir hin wollten. Und auf dem Weg dorthin auch wieder Springböcke. Immer mal wieder verteilt. Die sind natürlich jetzt alle ein bisschen aufgescheucht. Aber wenn man möchte, könnte man hier wirklich alle paar Meter den nächsten Springbock jagen. Ist das jetzt zu viel des Guten, frage ich mich schon. Ich glaube nicht, dass es zu viel ist, weil das ja immer noch aus einer Gang hier war. Es war ja eine Herde. Und es sind jetzt nicht irgendwie drei, vier verschiedene Tierarten, die jetzt hier so über den Haufen rennen. Das ja nicht. Bronzewertung. Auch noch ganz gut getroffen. Knapp am Herz vorbei. Schade. Gerade war noch einen silbernen. Den habe ich auch mitgenommen. Ja, und ich level hier fleißig vor mir hin. Ja, ich kann es nur wieder wiederholen. Es ist im Moment übelst angenehm, hier jagen zu gehen. Auf den überarbeiteten Maps. Und da war noch einer. Weil die Population wirklich gut ist. Es ist wirklich gut. Man muss nicht so ewig laufen. Es ist immer noch verteilt. Es sind nicht zu viele Tiere jetzt irgendwie auf einem Haufen. Immer mal so kleine Grüppchen ist doch wirklich angenehm. Und dass man dann auch nicht irgendwie alles komplett auslöschen muss. Ich meine, man muss ja nicht eskalieren. Ich war nie ein Fan davon, hier den Rambo raushängen zu lassen. Und renne auch liebend gern mit den nostalgischen Waffen rum, wo halt nur ein Schuss drin ist. Die Vorderlader und so machen mega Bock. Also das ist auch richtig angenehm. Und ich freue mich auch schon wieder, demnächst hier mit der Shotgun, aus der Spanien-Map, der Flinte dann auch noch rumzurennen. Auch mega gut, das Ding. Also, es wird wild. Es bleibt wild in dem Game. Ich habe richtig Bock. Und es folgen jede Menge, bam, weitere Videos. Das heißt also, wenn du Bock hast, gern den Kanal abonnieren. Daumen da lassen für dieses aktuelle Video. Freut mich mega. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos oder vielleicht im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Weidmanns Heil.